Rönnecke. Feinkostflüssig. Hallo und herzlich willkommen in der Schüttelschule von Rönnecke.de. Heute möchten wir Ihnen einen Drink auf Gin-Basis vorstellen, und zwar den Pretty in Pink, der seinen Namen nicht zuletzt von der Farbe hat, sondern auch durch eine der Hauptzutaten oder eine der besonderen Zutaten, nämlich frische Grapefruit, die wir gleich direkt in unseren Shaker geben, denn dieser Drink wird geshakt. Wir nehmen einfach zwei Grapefruit-Keile, geben die in den Shaker und drücken sie vorsichtig an. Vorsichtig nur deshalb, weil es uns ein bisschen spritzt und Grapefruit im Auge immer so ein bisschen blöd ist. Das Andrücken ist immer ganz gut, damit man wirklich auch den Saft nachher rausbekommt aus der Grapefruit. Hauptzutat ist, wie gedacht, Gin, in diesem Fall Gin Lossy. Davon benötigen wir 4 cl. Dadurch, dass der Drink eher auf der sauren Seite angesiedelt ist, gute 3 cl frischen Zitronensaft. So, das sollte reichen. Dann etwa 2 cl Zuckersirup. Und ebenso viel Granatapfelsaft. Es gibt noch ein bisschen eine bittere, herbere Note für den Drink. Und für die Konsistenz nachher arbeiten wir jetzt wieder mit frischem Eiweiß. Wie gesagt, da natürlich auf besonders gute Qualität achten. Idealerweise Bio-Eier. Das Ganze wird dann jetzt auf Eis geshakt. Nicht zu sparsam sein. Wie immer, wenn wir mit Eiweiß arbeiten, kräftig und lange shaken. Serviert wird der Drink in einem Tumbler. Und wir seihen natürlich doppelt ab. Dafür muss man manchmal in die Requisite gehen und sich noch einen Tumbler holen. Wie Sie sehen, diese schöne schaumige Konsistenz, das kriegen Sie nur mit Eiweiß hin. Man sollte da keine Angst vor haben, mit Eiweiß zu arbeiten, nur wie gesagt auf die Qualität achten. Das Ganze garnieren können wir am besten mit etwas frischer Grapefruit, und da würde ich sagen, gar nicht zu viel Heckmeck, einfach eine Grapefruit-Spalte mit ins Glas. Und zum Abrunden noch etwas Grapefruit Bitter. Den können Sie auch schon beim Shake mit reingeben. Ich finde es eigentlich immer fürs Aroma sehr schön, wenn man die Bitters nachher, gerade bei Eiweißkronen, mit auf den Drink gibt. Denn so geht das Aroma direkt in die Nase. Dazu dann einen Trinkhalm. Zwei nur, wenn man ein bisschen albern sein möchte. Und das ist der Pretty in Pink. Cheers!